Heute habe ich mal eine ganz andere Art von Torte für euch, und zwar eine Milchreistorte. Die habe ich schon ganz oft auf YouTube gesehen und wollte sie unbedingt mal selber ausprobieren. Und zwar stelle ich euch hier eine Eigenkreation von mir vor mit fruchtigen Äpfeln und obendrauf getoppt mit einer Karamellsoße und crunchigen Mandeln. Also wirklich ein Traum, sage ich euch. Und fangen wir auch schon direkt mit den Zutaten an. Und zwar benötigen wir für den Boden einfach nur Löffelbiskuits, etwas Margarine oder Butter und Honig. Um die Löffelbiskuits zu zerkleinern, gebe ich sie in einen Gefrierbeutel und klopfe sie hier mit meinem Nudelholz klein. Ihr könnt sie aber auch genauso gut in einen Mixer geben. Wichtig ist, dass wirklich eine krümelige Masse entsteht, kann auch etwas gröber sein, das macht nichts. Dazu kommt dann die geschmolzene Butter oder Margarine in dem Fall und etwas Honig. Und ich finde, der Honig gibt dem Ganzen nochmal ein richtig tolles Aroma, und so schnell ist dann auch schon der Boden fertig. Es entsteht eine Art nasser Sand, und den gebe ich jetzt in meine vorbereitete Springform, drücke das Ganze noch mit einem Glas fest und dann darf das erstmal in den Kühlschrank, so etwa für eine Stunde. Weiter geht's dann mit dem Milchreis, und zwar verwende ich hier den Milchreis von der Firma Reishunger. Ich durfte nämlich ein paar Produkte testen, und natürlich habt ihr auf der Rückseite der Verpackung immer eine Gebrauchsanweisung. Worüber ich mich besonders gefreut habe, war dieses Milchreisgewürz. Das besteht nämlich aus super leckeren Zutaten wie Orangenschalen, Bourbon-Vanille. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Um den Milchreis cremiger zu machen, verwende ich hier noch Mascarpone, und zum Aufkochen brauchen wir Milch sowie pflanzliche Agatine, damit die Masse nachher schön fest werden kann. Los geht's auch schon mit der Milchreiszubereitung, und zwar gebe ich hier die Milch zusammen mit dem Milchreis in einen Kochtopf. Unter ständigem Rühren darf das nun komplett aufkochen, und sobald die Masse richtig schön kocht, schalte ich den Herd runter und lasse den Milchreis bei geschlossenem Deckel so etwa 30 Minuten lang quellen. Die Zwischenzeit nutze ich und bereite dann das Apfelmus vor. Dafür benötigen wir zwei Äpfel sowie Zucker, pflanzliche Agatine und Wasser. Für die Deko benutze ich gehobelte Mandeln und Karamellsoße. Die könnt ihr selber machen, das geht auch wirklich super einfach. Dazu gibt es bereits ein Rezept von mir, das verlinke ich euch hier oben im Video. Zuerst bereite ich aber die Mandeln vor, und zwar werden die erstmal in einer beschichteten Pfanne geröstet. Rührt am besten immer wieder um, denn sie verbrennen recht schnell. Die können dann erstmal beiseite gestellt werden zum Auskühlen, und dann geht's los mit dem Apfelmus. Hierzu habe ich die Äpfel schön fein gewürfelt, gebe sie zusammen mit dem Zucker und dem Wasser dann in meine Pfanne. Und nun kann das Ganze so lange vor sich hin köcheln, bis eine Art Apfelmus entsteht. Wenn ihr merkt, da fehlt Flüssigkeit, dann tut zwischendurch immer wieder ein bisschen Wasser mit hinein. Der Milchreis ist dann auch schon fertig, und nun kommt dann das Milchreisgewürz hinzu, als auch die pflanzliche Agatine. Und bei der Agatine ist es wirklich super, super wichtig, dass sie 2 Minuten lang komplett aufkocht. Deswegen habe ich hier den Herd nochmal höher geschaltet und habe die Agatine darin nochmal 2 Minuten lang köcheln lassen. Da mir das Ganze noch nicht süß genug war, habe ich da noch ein bisschen Zucker mit hineingetan, und fertig ist dann auch schon der Milchreis. Der darf dann jetzt erstmal ein bisschen auskühlen, und in der Zwischenzeit bereite ich den Apfelmus zu Ende vor. Und zwar habe ich hier die Agatine mit etwas Wasser verrührt, und auch hier sollte das Ganze nochmal 2 Minuten lang aufkochen. So sieht dann das fertige Apfelmus aus, und das gebe ich dann zum Auskühlen in eine Schüssel. Sobald der Milchreis nicht mehr allzu heiß ist, kommt dann zu guter Letzt noch der Mascarpone-Käse dazu. Der Milchreis wird damit richtig, richtig cremig, schon fast sämig, also wirklich ein Traum. Ich musste mich total beherrschen, das Ganze nicht direkt aus dem Topf auszulöffeln, aber es hat gerade noch so funktioniert. Los geht's dann mit dem Stapeln, und zwar nehme ich erstmal zunächst ein paar Löffel des Apfelmuses, und das gebe ich dann auf den Boden als erste Schicht. Darauf kommt dann eine dicke Schicht von der Milchreisfüllung. Und so verfahre ich dann weiter, bis alle meine Zutaten aufgebraucht sind.
Und so wandert die fertige Torte dann in den Kühlschrank, am besten über Nacht, damit sie für den nächsten Tag richtig schön schnittfest ist. Und so sieht dann das fertige Prachtstück aus, also wirklich eine super leckere Torte, schon fast eine Herbsttorte, würde ich sagen. Da sie ein tolles zimtiges Aroma hat, zusammen mit den leckeren Äpfeln und dem Milchreis, also eine total geniale Kombination. Uns hat diese Torte wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Sogar meine Nichte, die überhaupt kein Milchreis-Fan ist, war super begeistert. Also es lohnt sich, diese mal auszuprobieren. Vor allem braucht ihr nicht backen und sie ist auch sehr, sehr schnell und einfach zubereitet. Alle Produkte in diesem Video verlinke ich euch sehr gerne unten in der Infobox. Mich würde es freuen, wenn ihr das Rezept mal ausprobiert und diesem Video einen Daumen hoch da lasst. Ansonsten wünsche ich ganz viel Spaß beim Nachmachen und hoffe bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Tschüss!